Ich muss zugeben, hier habe ich schon mal ein bisschen reingeguckt, um mich schon mal vorzubereiten. Beim vorherigen Level nicht, das verspreche ich euch hoch und heilig, aber hier habe ich schon ein kleines bisschen geguckt, was hier Sache ist. Weil, und das ist auch gut so, weil sonst würden wir ja nicht weiterkommen. Weil, wie ihr seht, ist dieses letzte Level einfach nur ein Bonushaus und endet so gesehen. Mehr ist es nicht. So, aber man muss das ein bisschen genauer beobachten. Erstmal, wir können uns hier auch einen Stern-Power-Up holen. Aber das war noch längst nicht alles. So. Dank Lord Kronos auch. Falls du gerade zuguckst, beantworte gerne mal, wie du auf diese Sachen gekommen bist oder ob du sie irgendwo nachgucken konntest. Weil es sind Sachen, und das ist wieder so ein Ding, nicht das erste, nicht das zweite und nicht das dritte Mal, wo man sich denkt, what the fuck? Wie soll denn ein Mensch darauf kommen? So, denn wir müssen völlig woanders hin. Was ist das denn hier? Wo führt mich das denn hier nochmal hin? Ich versuche ja gerade... Ne, ich bin hier falsch, oder? Ich bin nicht unbedingt falsch, aber ich glaube, ich gehe einen Umweg. Egal. So. Letztes Level. Okay. Okay. Soweit, so gut. Aber, Moment, geht das überhaupt? Ich muss mal gucken, ob das überhaupt funktioniert. Ich weiß nicht mehr, welche Welt. Ich glaube, in die Welt müssen wir rein. Nein. Die Welt. Die Welt? Ich hab's vergessen. Ich werde hier, fragt euch gerade, was zum Fick macht der Junge da? Doch, das ist die Welt. Und dann meine ich... Ja, genau. Ich muss hier rein, in dieses Level, was ja auch ein Power-Up-Haus ist, mäßig. Mehr nicht. So, dann... Lassen wir das Cape mal weggehen. Und dann... Müssen wir hier hochfliegen. Ja. Ja, genau. Also, ich bin froh, dass ich zufällig mal einmal nochmal mehr ins Video gespickt habe vor der Aufnahme. Nur bis zu diesem Schlusspart. Damit ich das hier jetzt schon mal im Voraus lösen konnte. Weil sonst wäre für mich, ja, ich weiß nicht, ob das jetzt hier vorbei ist oder nicht. Keine Ahnung. So, große Fragestellung. Aber nein, die Antwort ist, es ist nicht vorbei. Denn es geht hier sehr wohl noch ein kleines bisschen weiter. Und jetzt wissen wir auch, wie... Und warum. So, man muss nämlich das machen. Ich meine, jetzt müsste ich zurück in die Special World. Und dadurch, dass ich jetzt dieses Level eben gelöst habe, hat sich da ein tatsächliches, finales Level hingestellt. So, in Mario World ist ja das letzte Ding auch ein Sternportal, aber hier ist es nicht so, sondern hier ist ein Level. Ohne Yoshi. So, und das würde ich sagen, ist das finale Level. So, ich habe sogar diese Textnachricht bei Lord Kronos noch gesehen, da stand irgendwie sowas drin von, ja, was stand da mal drin? Ja, wenn du Bescheid weißt, ne, dass man da die Decke hochfliegen musste, dann weißt du halt Bescheid, ne, dann ist das jetzt das echte letzte Level. Irgendwie sowas in die Richtung. So, ich meine, die sind Instant Death, die Dinger, aber dafür haben wir den Stern hier. Okay, das muss vielleicht etwas schneller gehen. Dafür haben wir diesen Stern und damit kommen wir hier durch. Hätte ich das nur lieber mal ein bisschen schneller gemacht. So, und ab hier, kann ich euch auch garantieren, habe ich nicht mehr weitergeguckt. Ab hier bin ich wieder komplett spoilerfrei. Okay, es muss ein bisschen schneller laufen. Verzichten wir doch mal auf das Cape. Auf das zweite Cape. Damit ich hier schneller durchkomme. Weil es muss hier wirklich schnell laufen. Hier ist ein Trampolin. Ich weiß gar nicht, was hier so alles abgeht. Ich gehe jetzt auch einen völlig anderen Weg als eben. Aber scheinbar ist das auch gar nicht richtig hier. Es ist nämlich nochmal ein Labyrinth. So. Also, ich wäre niemals drauf gekommen. Wie denn auch? Also, ich glaube, das ist einfach die, die den Hack gemacht haben. Die haben dann untereinander, weiß nicht, sich wieder Geheimbotschaften gegeben oder sowas. Wie geht's denn hier weiter? Muss ich jetzt hier... Na, ich kann ja gar nicht fliegen. Ich hab's noch nicht ganz verstanden. Vielleicht brauche ich ja doch das Trampolin. Rewind. So, nochmal. So, die haben sich dann im Forum oder so untereinander dann abgesprochen. Hahaha, ne? Da gibt's dieses lustige... Diesen lustigen Geheimgang. Irgendwie sowas.
Weil man kommt ja einfach nicht normal drauf. Deswegen frage ich mich, wie Lord Kronos das gewusst hat, so gesehen. Schnell. So, weil ich denke, auch er muss es ja irgendwo nachgeguckt haben oder nachgelesen haben, irgendwas. Wenn nicht, dann mad respect, aber ich frage mich, wie man drauf kommen soll. So, aber wie gesagt, da bin ich froh, dass ich das jetzt schon gesehen habe, damit ich jetzt auch hier handeln kann. Mist. Bin ich zu langsam oder was ist jetzt das Problem? Bin ich wirklich zu langsam an der Stelle? Okay, wir machen es frame perfekt. Wir laufen erst los, sobald dieser Stern hier bei mir ist. Okay, das war zu nah. So, wir stehen ja dran und go. So, besser kriege ich es nicht hin. Da habe ich schon Frames verloren. So. Ah, ich habe das Ding nicht mitgenommen. Ah. Nochmal. Nochmal, wir müssen es komplett von vorne machen. So. Oh Gott, komm schon. Schneller! Oh Gott, komm schon. Ich habe jetzt mal ein Safe State gesetzt. Trampolin mitnehmen auf jeden Fall. Es muss schneller gehen. Ich muss das Ding schon halten, während ich da bin. So, fallen lassen. Nicht gegen den Block. Tut mir leid, da ich hier so viel rumsafestate, aber es muss ja wirklich sehr genau laufen. Okay, besser ging's nicht mehr. So, ich weiß nicht, ob das hier auch frame-perfekt laufen muss. Nein, wahrscheinlich nicht. Oh Gott. Okay, lassen wir, warten wir, bis dieses Ding hier... So. Und jetzt, wir haben fröhliche Musik, wo wahrscheinlich Custom Music angebracht gewesen wäre. Okay, es zieht uns in die andere Richtung. Jetzt zieht es nirgendwo mehr hin. Wow, ein bisschen extrem. Das System arbeitet völlig perfekt gegen mich. Wieso stehe ich hier? Warum kann ich hier stehen? Warum bin ich hier nicht tot? So. Also hier wäre wirklich so eine coole Space, ey, letztes Level, Custom-Music, die so ein bisschen hochhypt, gut gewesen. Okay, wegen diesem Ding hier kann ich manchmal in die Wand rein. Das war das, was auch eben dafür gesorgt hat. Aber stattdessen ist es, ja, das ist Mario World, so wie du es kennst, von dem alten Super Nintendo. Okay, ich wollte schon sagen, noch ein Stern-Power-Up habe ich nicht. Okay, ich verstehe teilweise, was... Ui, okay, ab geht's. Ach du Scheiße, was... Was sind das für Kaizo-Methoden hier? Ich meine, ich könnte auch so... Na okay, das geht auch. Jetzt muss ich mich nur saumäßig beeilen. Haha, na klar. Das wäre auch zu einfach gewesen. Aber was ich jetzt weiß, ist, dass ich mich durch Damage boosten kann, durch so einen Strahl. Das heißt, wenn ich einen Treffer kassiere durch einen Bullet Bill, dann kann ich kurzzeitig auch durch den Laser durch. Ja, so natürlich nicht. Okay, jetzt habe ich es verkackt, oder? Okay, nochmal in... Frame, perfekt. Ich hätte nicht springen dürfen. Ich hätte nicht spinnen dürfen. Man hätte nicht irgendwas hier dürfen. Eigentlich darf man hier nie irgendwas. So, jetzt. Rauf. Es muss sehr gut laufen. Das Spiel vergibt einen keine kleinen Trödeleien. Überall, wo Frames liegen gelassen werden, kann das schon potenziell zur Niederlage führen. So, mal wieder Slowdowns. Ja. Also was wäre das letzte Level ohne einen indirekten Autoscroller und massiven Slowdowns? Das wäre kein VIP. Das wäre keine VIP-Experience. Liebe Menschen. Oh, Moment. Das sieht ein bisschen fies aus. So. Nein! Ach, Mist.
So, rauf da. Rauf da. Ja. Diese blöden Dinger kooperieren nicht mit mir. Diese blöden Fuzzies. Okay, das sieht doch gut aus. Dann gehen wir dahin. Da. Oh Gott, ey. Hier hin. So. So. Ja. Wir spielen das Spiel mit Safe-Sets. So, dann zack, dann zack. Und dann sind wir hier sicher und können in die Türe. Für den grünen Abschluss. Das ist der Checkpoint. Den haben wir ja schon sehen können. Mhm. Mhm. Jetzt haben wir Schlossmusik. Mal sehen, was hier noch für lustige, kranke Sachen auf uns warten. Auf jeden Fall ist der Boden rutschig. Die Mancher sind grün. Weiter nach rechts, weiter nach links. Oh Mist. Oh, wie fies. Warte mal einen Augenblick. Was lief denn hier wieder verkehrt? Auf einmal zieht das hier. Ja, aber dann geht das auch wieder runter. Muss das so? Muss das so? Okay, vielleicht ja. Ich könnte sein, dass es so sein muss. Also das ist echt schwer hier, weil Mario zieht es nach links. Egal. Nicht schlimm. Dafür, hier liegt ja noch einer. So. Das ganze Ding zieht nach links. Dann hört es irgendwann auf. Aber es rutscht ja auch noch. Das ist ja das Fiese daran. Es ist rutschig. Genau das meine ich. Was für ein Fuck you-Moment immer. Guckt euch an. Rip! Und tschüss. Achso, ich kann ja ohne geduckt sein. Drauf! Oh Mann. Okay. Also an jeder Stelle hat man irgendwie schon verloren. Ja. Dann hier rüber. Dann kurze Ruhe. Dann wieder nicht. Ich meine, cooles Gimmick, dass sie es so einprogrammieren konnten. Aber die haben es echt für den größten Fuck you-Moment wieder mal benutzt. Jetzt ist das Ding weggespawnt. Nee, ist es nicht. Ist noch hier. Ist noch da. So, es geht hier runter. Es geht da lang. Moment, Moment. Wie kann ich denn... Kann ich das überhaupt, ohne Schaden zu nehmen? Vielleicht, wenn ich ganz hier stehe? Auch nicht. Also, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber ich glaube, ich komme hier nicht ohne Damage durch. Okay, ich bin froh, wenn ich überhaupt hier durch kann, aber gut, ich muss es halt so nehmen. Was ist denn das für eine Stelle? Moment, irgendwie kommt mir das jetzt so vor, als würde ich hier gar nicht mehr weiterkommen können. Vielleicht nur von so... Okay, so geht das. So geht das. Ah. Okay. Und runter, oder? Nicht hier runter, meine ich. Ich meine eigentlich da weiter. Ja, okay. Oh, oh, wie das dann aufhört. Okay. Ach. Okay. Boah, das Spiel hat mich echt an den Eiern, ne? An jeder Stelle. Weiß es, was es tun muss, um mich zu übertrumpfen. Und hier unten... Moment, Moment, hier ist etwas. Nee, das ist nichts. Ich glaube, ich kann nur so mich in die Wand rein dashen hier irgendwie. Okay. Jetzt nochmal. Ha, Mario Kart DS Musik. Warum auch nicht? Ach so. Und wenn man in diesem Wasser ist, ist die Steuerung noch andersrum. Das könnt ihr nicht so gut sehen, aber seht ihr vielleicht anhand. Hä, jetzt doch nicht mehr? Hä? Moment, die Steuerung war aber gerade kurz andersrum. Jetzt ist sie doch wieder andersrum. Moment. Woran liegt das? Okay, also ich habe jetzt schon verloren irgendwie. Warte mal, ich habe ohne Scheiß, ich habe keine Ahnung, in welche Richtung ich überhaupt noch scrolle. Weil im Wasser, doch, ist die Steuerung spiegelverkehrt. War eben aber kurz nicht so. Also das heißt, ne, ich drücke nach rechts und der geht nach links und solche spaßen Sachen. Während ich ja noch in irgendwelche Richtung gezogen werde gleichzeitig. Und gegen den Strom schwimme hier. So, dann gehen wir hier runter. Guck mal, jetzt ist nämlich gar nicht die Steuerung andersrum. Deswegen habe ich noch nicht verstanden, woran es liegt. Okay. Boost mich gerne weiter nach vorne. Damit komme ich klar. Also die haben echt alles dran gesetzt, um das Spiel so unkomfortabel zu spielen wie möglich zu machen. Nicht da rein. Ich weiß halt nicht, ob ich hoch oder runter möchte.
Ich habe jetzt mal den unteren Weg gewählt. Ich dachte, vielleicht ist das netter oder so. Führt aber aufs Gleiche hinaus, okay. Komm, wir haben es fast. Wir haben es fast. Okay. Boss-Musik? Okay. Vielleicht haben wir noch einen anderen Final-Boss hier. Das scrollt ein bisschen schnell. Okay, ich gehe mal davon aus... Moment. Das war schon gar nicht so schlecht, glaube ich. Ich glaube, die Vollblume darf ich behalten. Moment. Wie soll ich denn hier fliegen? Ach so. So. Ja, genau, das sehe ich auch so. Mal wieder. Ich hoffe... Ah, da unten. Okay, das war der Boss. Wieso fängt das denn wieder von vorne an? Nein, nein, das ist nicht das gleiche... Na, Moment. Das ist nicht das gleiche von vorne. Weil hier ist jetzt ein Stern drin. Und vorher war da ein Cape drin. Hier ist tatsächlich irgendwas verändert. Wir machen das nochmal. In der Hoffnung, dass irgendein anderes Ergebnis bei rumkommt. Lass mich auch runter mal gerne gehen und gucken, ob da irgendwas verändert ist. Also irgendwas ist hier verdächtig. Irgendwas ist hier komisch. Lass mich doch nochmal rewinden. Ich will mir das nochmal angucken. Was wäre denn da? Kann ich hier irgendwas machen vielleicht? Ich kann nicht wirklich die Situation ändern. Deswegen hoffe ich nicht, dass sich am Ende rausstellt, haha, du hättest das ganze Spiel jetzt, du musst jetzt das ganze Level wieder von vorne spielen, um an der Stelle was anders gemacht zu haben, wenn es dann zu spät ist. Kann man nur hoffen. So, aber auch hier muss ich natürlich die Sachen sehr perfekt spielen. Guck mal, hier ist schon etwas anders. Also wir brauchen gar nicht hier weitermachen, denn das ist hier das Ziel. Okay, gut, ich hab's gecheckt. So, das war das Level. Ja. Und das führt uns zurück. Und jetzt würde ich sagen, haben wir es geschafft. Also, ich bin mir sehr sicher, hier kommt nichts mehr. Wir haben das Spiel abgeschlossen. Zu 100%. Ich meine, ich weiß nicht, was jetzt passieren würde, wenn ich das Spiel resette, was da auf dem Titelbildschirm steht. Könnte man nur aus Spaß reingucken. Aber ich glaube, wir haben das Spiel geschafft mit allen seinen Exits. Es steht 99. Ich glaube auch, es sind 99. Ich bin mir nicht sicher. Aber ja, das ganze Spiel ist ein pures Chaos von irgendwelchen Psychos kreiert. Wie wir gesehen haben. Die letzte Welt und auch das letzte Level haben nochmal schön dran erinnert, ja, das ist die VIP-Erfahrung. Das ist VIP 3. Baller das durch. Deswegen, also, ich bin froh, es gespielt zu haben. Ich bin froh, es geschafft zu haben. Ich bin auch froh über jede Hilfe, die ich haben konnte, zum Nachgucken. Ich bin auch froh, dass es vorbei ist. Ich bin froh, dass das Spiel vorbei ist, nach der langen Zeit. Und wir uns endlich anderen Sachen widmen können. Ich meine, ich habe ja ganz am Anfang gesagt, ich weiß, worauf ich mich da einlasse. Was ich nicht wusste, ist, dass ich so massive Emulator-Probleme hatte oder haben würde. Aber sobald ich gewechselt habe auf diesen älteren Emulator, den hier, ab dann ging es eigentlich bergauf und es hat auch dann Spaß gemacht. Natürlich nicht jedes einzelne Level. Manche waren fürchterlich, manche waren, man weiß nicht, wo es hier weitergeht. Aber größtenteils konnte man das Spiel dann auch spielen. Ja, viele Secret Exits oder irgendwelche Wege konnte man nicht ohne Hilfe lösen. Es ging einfach nicht. Das ist nichts, worauf man einfach kommen kann. Das sind Sachen, die in ihren japanischen Forum 2007 gepostet haben, wie das geht wahrscheinlich und fertig. Deswegen, naja, nehmt Lord Kronos Videos und vielleicht jetzt auch mittlerweile meine Sachen als Maßstab, wie man das löst. Aber besser immer an die Originalquelle gehen, das bin ich echt. Okay, ich danke euch fürs Dabeibleiben, fürs Dabeisein, fürs Mitfiebern. Ist ein großes Stück Geschichte, VIP, die ganze Spielreihe. Natürlich ist mir bewusst, dass es noch weitere Spiele der Reihe gibt, meine ich. Werden wir sie spielen? Wer weiß, vielleicht eines Tages. Vielleicht brauche ich aber auch sehr, sehr, sehr viel Zeitabstand erstmal dazwischen. Also, habt noch einen schönen Resttag und bis irgendwann.